Happy Halloween. I wish you a spooky welcome to a new show of Fall Indie Press. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll, Presse. Voll. Moin und herzlich willkommen zu einem fröhlich verkaterten Medienpodcast hier mit den vier Besowskis, von dem einer noch am meisten Restalkohol in den Bus mitbringt. Und ihr müsst im Laufe der Sendung raten, wer das ist. Ich stelle erstmal die anderen Nasen vor. Aus dem Bus mal wieder ausgesondert haben wir den Herrn Sommer. Was ist? Der ist ein ganz gefährlicher Typ, den muss man immer in einen eigenen Wagen sperren, wenn der seine berühmt-berüchtigten Attacken und Anfälle kriegt. Die beiden anderen sind hingegen total handsam und sitzen hier mit mir im Benanza-Bus. Der Herr Beef Rogers. Hallöchen. Und der Herr Prodo Ferrari. Skull. Ja, Skull. Ja, ihr Lieben. Ich ziehe mich mal zurück und schlafe noch eine Runde. Was ist mit euch? Wollt ihr ein bisschen was erzählen, was ihr so getrieben habt? Oder gibt es eigentlich nichts Neues in eurem Leben? Ich habe gehört, du warst in Paris. Völlig richtig. Total geil. Sprichst du jetzt fließend Französisch eigentlich? Vorher nicht und jetzt auch nicht, aber so ist es drumherum war sehr gut. Also bis aufs Französisch sprechen, das war jetzt nicht so der Knaller. Ja. Also von meiner Seite. Aber ansonsten, sehr schöner Trip. Cool. Warum warst du da? Einfach so? Ja, also ich hätte es jetzt Urlaub genannt, aber wie gesagt, also einfach ein bisschen mal schon lange nicht mehr da gewesen und dann bot es sich jetzt irgendwie kurzfristig, in Anführungsstrichen kurzfristig an und es war super. Und der Herr Sommer, der war ja irgendwie, hat so ein riesen Geheimnis draus gemacht, undercover auf irgendeiner Insel, immer hinter Zeitungen versteckt. Wie hat sich das denn da eigentlich ergeben? Bist du da spontan hingeflogen oder? Ja, ich darf ja eigentlich nicht drüber reden. Aber hört ja keiner hier. Ja, genau. Wir sind ja nur unter uns. Es war ganz kurzfristig in eine warme Gegend, wo ich ja mal so ein bisschen geguckt habe, wo Leute sich rumtreiben, die ihre Steuerrückzahlungen einfach im Ausland verballern. Vaterlandsverräter sozusagen. Ja, war sehr schön. Also sehr sonnig. Ja. Viel Wasser um die Insel rum. Kaum zu glauben. Toll. Ihr habt echt gut, ihr habt ein Leben. Der Prollo und ich, wir haben Urlaub auf Balkonien gemacht, nehme ich mal an. Du warst ja auch nicht weg, oder? Ich habe nur rumgesessen. Das heißt, wir Franzosen sagen Balkonie. Das heißt abgehangen. Gechillt. Ja. Ja. Ja, es ist, also wenn man es gesehen hat, weiß man, es ist gesessen. Ja. Das ist einfach schon Spuren, oder was? Ja. Ja, herrlich. Also, ich glaube, ich bin dann auch durch, ne? Ich gehe dann. Ja, der Ben ist wirklich durch. Also, wir sind ja eigentlich hier so der Podcast des vertonten Videos. Der Beef könnte jetzt mal, weil er direkt gegenüber vom Ben sitzt, mal das vertonte Bild irgendwie darstellen und mal so eine Kurzbeschreibung abgeben von einem Menschen, der aussieht wie ein Wrack. Ein Wrack. Oioioi. Ja, Wrack ist natürlich ein hartes Wort. Ich hätte jetzt irgendwie gesagt, so wie vorhin schon, also deutliche Gebrauchsspuren, sagen wir es mal so. Ja. Aber ich bin extra im Wrack gekommen. Ja. Ein Wrack im Wrack, Mensch, echt unglaublich. Ja, ein Gottvater des Wortspiels. Ja, es ist zum Weinen. Nee, aber ich bin mal gespannt, wie das hier heute ausgeht. Also ich glaube, so lame war ich hier noch nie unterwegs. Aber vielleicht ist das ja auch gut. Vielleicht wird das ja eine völlig verrückte Sendung. Also stay tuned. Ganz entspannte. Vielleicht erleben Sie live in der Sendung die Revitalisierung des Ben Cartwright, wenn ich dann hier so richtig aufdrehe. Ansonsten kann man seine Passagen auch einfach auf 1,5-facher Geschwindigkeit hören. Ja, ich hab ja jedenfalls festgestellt, dass ihr die Zeit meiner Abwesenheit genutzt habt, um so ein paar Freundlichkeiten auszutauschen. Nein, auf keinen Fall. Ich hab dir gesagt, der hört es bis zum Ende. Das ist der Einzige, der die Folgen bis zum Ende hört. Bis zum Ende, aber auch schon die Einleitung, ne? Hier, der unfreundliche Typ da, der ist nicht da. Ja, was soll sowas eigentlich? Ich tue dir doch nur einen Gefallen und baue für dich so ein Image auf, dass du dann später zu Markte tragen kannst. Ja, genau. Und die Jungs auch. Wir sind eine deine Imageberater.
Ansonsten, wie, ja. Wie würde es denn jetzt eigentlich gehen, wenn jetzt gerade in diesem Moment, wenn morgen Montag wäre? Oh. Wenn morgen Montag wäre, ja, das ist ja immer so Sonntag, Nachmittag, Abend ist ja immer, also Abend ist ja eigentlich immer doof. Oder meinst du jetzt körperlich oder was? Ja, wie du dich körperlich, seelisch fühlen würdest, wenn wir jetzt hier Sonntagnachmittag stehen würden, ist jetzt ja gerade Samstag, jetzt auch mit Blick auf die Arbeitswoche. Ja, also wenn wir jetzt hier stehen würden am Sonntag, wäre das natürlich bis dahin das erste Highlight meines Wochenendes. Aber dann fällt die Kurve ganz schnell ab, dann kommt sozusagen die... der Ausblick auf die Arbeitswoche und der dämpft ja immer so diese Sonntage so ein bisschen. Ne? Dann hat man höchstens noch den Tatort, wenn man draufsteht. Aber dann ist es auch schon das gewesen. Ja, das genau. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist die richtige Frage. Wie geht es den anderen beiden? Was ist der schlimmste Tag der Woche für euch? So im Schnitt? Montag. Ich finde den Dienstag schlimmer. Ja. Weil am Montag hat man irgendwie noch so eine Restenergie vom Wochenende. Also jetzt du wahrscheinlich nicht am Montag, aber so den kommenden Montag. Genau, also ja, und Dienstag ist irgendwie, das Wochenende ist noch lange hin und die Restenergie ist flöten gegangen und du sitzt da und denkst dir, komm, wie gesagt, ich habe ja auch letzte Woche gesessen. Da gibt es jetzt tatsächlich, wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal, eine Untersuchung zu, habe ich hier in der Welt, glaube ich, gefunden. Eine Untersuchung zum Montagsblues. Und da hat man halt sich die Frage gestellt, wieso ist das eigentlich so, dass die Leute den Montag als so einen schlimmen Tag empfinden, obwohl es eigentlich widersprüchlich ist. Warum ist es widersprüchlich? Die Leute haben am Wochenende relaxen können, die Leute haben ausgespannt, haben sich gut gefühlt. Ja, sind eigentlich erholt und man müsste sagen, eigentlich denken, dann geht doch der Montag viel leichter. Ja, aber das ist ja der Kontrast. Das ist ja gerade der Kontrast, ne? Dass du Sonntag noch schön mit so ein paar Bescheuerten in so einem Bus sitzt und Blödsinn erzählst und Montag machst du das Gleiche und kriegst Geld dafür. Aber es ist halt gezwungen und nicht freiwillig. Ja. Ja. Also für mich ist es ganz klar der Kontrast, weil ich wirklich am Wochenende da aufblühe, jetzt nicht heute, aber normalerweise, dass man halt nicht so getaktet ist durch die Arbeit, so fremdbestimmt. Ja, also die Uni Leipzig, ein Forscherteam, hat sich der ganzen Sache angenommen, publiziert im Journal of Organizational Behavior und die haben mal mit ein paar Probanden, genau genommen 87 und eine Handvoll Psychologen, haben die das mal so ein bisschen, so ein Lebens-Life-Experiment gemacht quasi und haben zwei Wochenenden plus die dazwischen liegende Arbeitswoche analysiert. Die Leute mussten Tagebuch führen, morgens, mittags, abends. Begleitend mussten sie immer irgendwie noch aufschreiben, wie sie sich fühlen, Erschöpfung, Vitalität und so weiter. Morgens gab es noch einen Fragenkatalog zur Erholung vom Vortag. Und am Ende des Tages wurde auch noch erfasst, wie sehr sie sich denn im Beruf angestrengt haben. Also, die haben sich da was ausgedacht, um das mal so ein bisschen rauszukriegen. Und es ist tatsächlich so, dass sich das Ganze rein aus den Ergebnissen der einzelnen Tage sich nicht ableiten lässt. Es gibt kaum einen Unterschied zwischen dem Wohlbefinden an einem Montag im Vergleich zu allen anderen Werktagen. Und es gibt auch, das finde ich jetzt irgendwie dann doch diskutabel, dass die Tagebücher haben auch keine höhere Erschöpfung im Verlauf der Werktage gebracht. Ja, der Prollo sagte gerade, der Dienstag ist viel schlimmer, weil da die Erholung vom Wochenende schon weg ist. Also sprich, man ist schon wieder so ein bisschen erschöpfter. Ich würde auch sagen, dass wer einen anstrengenden Job hat, schon im Laufe der Tage einer Woche mehr erschöpft ist. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Außer Prollo hatten wir ja schon. Tja. Also ich würde jetzt gar nicht zwingend am Job abhängig machen. Es ist eher so das Gesamtpaket. Ne? Also wenn du dann noch Familie hast und dich um irgendwelchen anderen Krimskrams kümmern musst, dann ist es manchmal eher ein bisschen
Ja, okay. Das Thema. Aber richtig. Also ist ja nicht nur Job. Also ich meine, es mag bei dem einen oder anderen so sein, aber bei vielen ist es ja nur so, dass man ja eher mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft halten muss. Ich glaube, der Prolo-Flug hat uns hier auch an, weil, wie jeder weiß, ist ja dessen Hauptarbeitszeit am Wochenende in seinen Etablissements. Ja, und wahrscheinlich Dienstag hast du doch Ruhetag überall. Ja, gut. Ja, ich wollte das jetzt nicht so raushängen lassen. Vor allem ist, hier einen vom Pferd, ist montags bis freitags Dienstag. Die ganze Bagage in der Kita. So. Ich finde, das ist jetzt irgendwie eine komische Überleitung. Ja, ich bin ja auch ein Privatmensch. Ja, der Prollo, so. Der Prollo, muss man für die Zuhörer dazu sagen, ja, hat das Glück, dass seine Frau den Podcast nicht hört. Also wer weiß. Bei Gelegenheit könnte man das mal ändern, wenn man mal irgendwie, also wenn ihr irgendwie mal richtig sauer seid auf den Prollo, dann ein kleiner Brief an die Frau, an Frau Ferrari. Aber der hat doch auch hinten auf seinem Lambo, hat er auch Bagage an Bord, so ja. Kleber drauf. Ja, ich möchte das Ganze jetzt relativ knapp halten, weil es tatsächlich keine besonders überraschenden Effekte gibt. Es ist nämlich tatsächlich so, wie unser Hobbyforscher und Wissenschaftler Ben Cartwright so in die Richtung gehend es schon gesagt hat. Es ist wohl tatsächlich so, dass es dieser Montagsblues daran liegt, dass nach zwei Tagen Ausschlafen und Chillen die Aussicht auf so einen arbeitsreichen Montag so beschissen ist. Ja, das ist nicht, die schreiben hier, das ist nicht sexy, ich würde sagen, das ist beschissen. Das ist also eine rein mentale Geschichte. Der Montag ist der Scheißtag, weil man nach zwei Tagen, an denen man echt Besseres zu tun hatte als zu arbeiten, an dem man sich sozusagen an das schöne Leben gewöhnt hat, jetzt dann wieder in dieses Hamsterrad soll. Das ist also dieser negative Ausblick. Mhm. Und da wird hier dann auch noch besonders schlau darauf hingewiesen, das ist jetzt auch wenig überraschend, dass man sich da psychologisch mit aus der Patsche helfen kann, sich selbst, wenn man möchte, wenn man es für nötig hält. Und einfach mit ein paar Psychotricks etwas optimistischer in die Woche geht und einfach sich auf die sozusagen anstehenden Aufgaben, vielleicht auf die Kollegen und auf was auch immer freut und dementsprechend so ein bisschen diesem mentalen Tief ein Schnippchen schlägt. Ja, oder Schichtdienst. Wie war das? Wir hatten noch den Schröder mit seiner Currywurst, dem Fressriegel des Kraftriegel des kleinen Facharbeiterin also und des Facharbeiters. Genau, also wenn der die Facharbeiterin dann irgendwie mal drei verschiedene Schichten hatte über zwei Wochen, dann ist es wahrscheinlich mit Montag bis Freitag auch irgendwann egal, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, guck doch mal, was steht denn da? Haben die das nicht untersucht? Was haben die denn da gemacht? Ist die Umfrage vor Homeschooling und Homeoffice gemacht worden? Ja, das. Aber ich glaube, das würde gar keinen Unterschied machen, weil was der Sammer sagt, trifft ja auch dazu darauf zu, wenn man sich Montagmorgen vor den Computer setzen muss, vor den Bildschirm und dann seine Arbeitsprogramme da hoch. Ja, wobei, ich sag mal, also ich weiß jetzt auch nicht, wer da die Probanden waren, die 87 waren es, glaube ich. Mhm. Es macht ja oft dann auch schon einen Unterschied, ob du einen Job hast, den du jetzt mehr oder weniger selbst dir aussuchen konntest, mit gemäß Ausbildung und allem Tralala und eigenen Neigungen und oder ob du einen Job hast, den du mehr oder weniger irgendwie mal gekriegt hast und denkst, du, geht halt, ich verdiene halt Geld damit. Ich denke, das macht ja auch einen grundsätzlichen Unterschied irgendwie. Und, ja, du sagtest es ja auch schon vorhin mit dem Gesamtpaket. Ne? Es gibt sicherlich auch Menschen, die sagen, Gott sei Dank ist Montag. Ab ins Büro. Was werde ich denn hier angeguckt? Ja, so ein Blick zum Prollo hilft da. Ja, gut. Das gibt's auch. Klar, das Gesamtpaket spielt eine Rolle. Da sind hier aber keine Infos zu. Also wer will, ne, der geht auf dieses Fachmagazin Journal of Organizational Behavior. Da findet man das sicherlich. Oder man sucht es bei Welt online und da ist die Studie verlegt. Aber das basierte auch immer nur auf Selbstauskunft der Probanden. Ne? Also die haben immer nur selbst gesagt, wie sie sich quasi fühlen. Ja, also mit Blutuntersuchungen kriegst du es nicht raus, ja.
Ja, man kann ja schon so sonst so Stressfaktoren wahrnehmen. Also das kann man über die Haut etc. kann man das ja schon irgendwie feststellen, ähnlich wie bei so einem 24-Stunden-EKG oder sowas, ob denn da jemand auch gerade wirklich gestresst ist im Moment oder was auch immer. Also Belastungssituationen kannst du ja schon auch auf verschiedenste Weise medizinisch feststellen. Ich meine, halt Selbsteinschätzung ist ja immer auch eine, ist ja immer relativ. Aber ich rede zu lang, ich merke schon. Nein, hier, überhaupt nicht. Ich hab nur gerade mal schon den Reißverschluss aufgemacht und wollte euch was gegen Stress empfehlen. Von der Kühltasche. Ich habe nämlich heute mal, wir starten heute mal alkoholfrei, würde ich sagen. Und da habe ich euch was Gutes mitgebracht aus dem... steht aber Summer Ale drauf. Das musste weg. Das ist hier der Uwe. Geil, alkoholfreies Bier steht hier auf der Schachtel, auf der Dose. Schon ich habe mal vier Sorten mitgebracht. Alles alkoholfrei. Hier ist der Uwe? Ja, das heißt so ein Uwe. Verteil mal, warte. Ich nehm freiwillig das Radler. Da ich seid ihr ja nicht so, ne? Hier, ich habe einen... wo unterscheidet mir das denn? Das ist ein Stereopilz. Das ist ja auch lustig. Summer Ale. Was, du willst das Zitronige hier? Das alkoholfreie Craft Beer, da ist ein kleiner Affenkopf drauf. Ja, das Uwe. Ist, vor allem hat sich da mal einer richtig ausgetobt. Da sind ein paar lecker lustige Sprüche Schmecker drauf. Also extra für euch das ausgesucht. Als Uwe zu bezeichnen. Welches, Dr. Sommer, welches möchtest aus du aus Hamburg. Das Orangen ist gut. Sind beide orange? Nein, das hast du in der, ja, Mensch, Beef. Ja. Was ist das? Also Uwe ist auch dabei. Ich frage mich, das war jetzt aber nicht abgestimmt. Ja. Ich will es euch verraten, bevor ihr es selber rausfindet. Das Craft Beer hier ist schön von der Palette aus dem Aldi heute Morgen. Ich bin ja kein Bierexperte, aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Craft Beer und dem, was irgendwie im 40-Tonner bei Aldi reingekübelt wird am Ende des Sommers? Wann ist ein Craftbier noch Craftbier und wann wird es halt Industrieplörre von... Ja, es ist auf jeden Fall von der Gute GmbH. Das ist ja nur ein Name, der hat sich ja irgendwie... was soll ich sagen? Aber was, mal unabhängig von der Frage des Craftbiers, was genau hat der Prollo eigentlich an unserem Agreement nicht verstanden, dass wir hier keine Dosen mehr im Benanza-Bus haben? Ja, ich hab's vergessen. Ich musste zugreifen. Außerdem, die Dosen standen ja schon da. Denn es ist, die Umwelt haben, ist ja in, wir haben schon gesagt, verschmutzt. Wir vernichten nur die Restbestände. Genau. Das war definitiv, wenn das hier Summer Ale ist, war das definitiv ein Restbestand. Ja, also auf jeden Fall ist Uwe hier eine Wahnsinnsidee für einen Namen von einem Getränk. Uiuiui. Uiuiui. Geschmacklich steht noch so drauf, komm mal klar. Ja. Unauffällig. Und hier steht auch noch drauf, am besten bei 8 Grad Celsius, zum Beispiel beim Bedienen von schweren Maschinen, Bungee-Jumpen oder zum Flötenspiel genießen. Dein Ernst? Nee, steht hier drauf, ja. Da hat sich die Marketingabteilung mal so richtig rausgehangen. Ja. Uwe persönlich. Ja, der Ulf. Uwe ist scheinbar auch Azubi in der Marketingabteilung. Genau, Uwe braucht das Bier, Ulf ist in der macht Marketing und Kasse. Und dann passt das schon. Na, cool. Ich hätte eine kleine Überleitung. Einerseits Reißverschluss. Hier ist es bei einem älteren Herrn ein bisschen dumm gelaufen. Ich weiß aber, bevor er Uwe getrunken hat, auf jeden Fall musste er in der Regionalbahn aufs Klo. Er war dann auch dort auf dem Klo. Und das ist ja schon mal besonders, weil es gab offensichtlich ein Klo und es war auch in Funktion. Also nicht abgeschlossen. Also schon mal einen schönen Gruß an die jeweiligen Anbieter. Es steht jetzt nicht hier, welcher Anbieter es war, ist auch egal. Er ist dann, es war bei Münster übrigens, er ist dann, der 82-Jährige ist dann zu seinem Sitzplatz zurück und da hat ihm allerdings seine 18-jährige gegenübersitzende Mitreisende, die aber nicht mit ihm gereist, sondern die einfach nur mit ihm gegenüber saß, direkt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Weil er seinen Hosenstall noch nicht zu hatte und sie das für eine exhibitionistische Haltung gehalten hat. Hängt da noch was raus? Oder? Ich habe keine Ahnung, ob noch ein Stückchen Uwe raushing. Auf jeden Fall. Das ist ein Elefant im Zug. Warte, ich zeige auf jeden Fall, also. Es ist jetzt tatsächlich auch gegen die junge Frau ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden.
Und er hat das halt einfach vergessen wohl, da den Reißverschluss wieder zuzufummeln da irgendwie und sich dann da an seinen Platz zu setzen. Also ich wollte gerade sagen, das kommt schon mal vor. Ich meine, klar, wenn der Uwe noch raushängt, ist irgendwie, das ist ja, so schlimm war es jetzt, glaube ich, aber, das steht jetzt hier nicht, aber... aber ansonsten ist das schon, also ehrlich gesagt... gefühlt ein bisschen überreagiert. Wie gesagt, ich war natürlich nicht dabei und es ist auch nur eine kurze Meldung hier, deswegen will ich das jetzt auch nicht zu stark bewerten. Ich finde halt, insgesamt ist es in einem fahrenden Zug auch eine unglückliche Aktion, Pfefferspray einzusetzen, weil da haben irgendwie auch alle was davon. Ja. Man selbst übrigens auch. Also das ist ja auch, so Pfefferspray ist ja ein übles Zeug. Ich weiß nicht, ihr kennt euch ja vor allem noch da, denke ich, gut aus von den vielen Demonstrationen, wo ihr in der ersten Reihe standet. Aber ja, in Kombination mit Wasserwerfern lässt sich dann ganz gut aushalten. Lässt sich schnell ausspülen wieder. Ja. Ne? Nee, ich fand das eine bittere Sache. Und wie gesagt, wo du jetzt eben da an deinem Reißverschluss rumgefummelt hast. Aber ja. Ich gehe auf Demos auch nur verkleidet als Polizist. Ach, das ist natürlich sehr geschickt von dir. In Amerika wäre der wahrscheinlich sofort erschossen worden. Ja, das kann natürlich auch sein. Direkt Kanone auf den Uwe erschossen worden von einem Polizisten und der wird auf jeden Fall freigesprochen. Ja. Also muss man schon, ne, offene Hose ist schon, da kann man schon mal von einer Straftat ausgehen. Ja, aber ich finde das trotzdem, also wie gesagt, ich finde das schwierig irgendwie. Also das heißt aber auch, der Typ, der saß da vorher schon und ist dann irgendwie aufgestanden und zur Toilette gegangen. Also so ist es jetzt hier nicht links, aber er ist in der Regionalbahn, ist er der 82-Jährige, ich meine, ist auch ein 82-Jähriger, ne? Also das ist ja auch irgendwie, und er hat sich dann wieder an seinen Sitzplatz gesetzt und wollte da dann den Reißverschluss seiner Hose schließen, weil das, wie gesagt, dann da hat ihm die 18-Jährige dann entsprechend... Vielleicht ist ihm dabei was verrutscht. Ja. So, hier, können Sie mal halten, ich muss kurz hier... Ja, aber ja, gut. Ich finde, also ganz ehrlich, 82, blöd. Also selbst wenn der jetzt fit war, da kann man doch einfach weglaufen. Also da muss man doch nicht gleich konfrontativ werden. Ja, also das schwierig. Ja, es hört sich ehrlich gesagt nach einer Geschichte an, wo jemand beim Polizisten in den USA, würde man sagen, da war der Finger locker am Abzug. Also sorry, also wer sowas in so einer Situation einsetzt, der hat entweder schon mal Scheiße erlebt oder der ist so ein bisschen nervös mit seinen Fingern. Genau, also wie gesagt, das wollte ich nur so als kurzes Zwischendrin. Damit ist die Geschichte auch schon zu Ende. Sehr schön. Herrlich. Passt hervorragend. Ja, für den 92er war es, glaube ich, nicht so herrlich, aber sei es drum. Ja, gut, immerhin nicht erschossen. Das ist doch ja, auch das schon ist was. Ja. Und er hat ein Klo gefunden. Auch das ist ja schon mal wichtig. Ich habe, heute sind wir ein bisschen lethargisch unterwegs, deswegen würde ich euch hier dieses Triptychon an thematisch verwandten Artikeln präsentieren. Sonst hätte ich flotter Dreier gesagt, aber heute ist irgendwie so ein bisschen der Stall offen. Zum Opfer gefallen. Wir haben ja Besserung gelobt. Ja, also es ist auch irgendwie gerade ein bisschen gedämpfte Stimmung hier. Ja, du darfst dich jetzt hier von dem Esprit, den der Ben mitgebracht hat, nicht beeinflussen lassen, Prollo. Ne? Du musst da ein bisschen Schwung, ein bisschen selber Lebensfreude mit reinbringen hier. Ja, passt mal auf. Es geht auch wieder um Gender. Es wird nicht besser. Okay. Aber gleich, es steigert sich. Liebe Zuhörer, aufgepasst. Der Prollo hat uns nämlich bevor wir dann hier on air gegangen sind, gesagt, das ist ein Scheißartikel. Nein, der Artikel ist total super. Zum Affen gemacht hat sich auch vor allem der Verein Deutsche Sprache. Die haben nämlich sich mal wieder oder in dem Fall auf jeden Fall unnötig aufgeregt, weil über einen Artikel, wo das ZDF von Drehenden sprach, die jetzt irgendwie den letzten Film Der Bär zum Abschluss gebracht haben. Und haben sich dann auf Twitter darüber ausgelassen, was das denn hier sein. Und man weiß ja überhaupt nicht mehr. Und letztendlich beim weiteren Lesen des Artikels oder auch vielleicht auch im ersten Satz, wie dann auch die Gegenseite, in dem Fall das ZDF, süffisant berichtete, es sind natürlich keine Drehenden, sondern es war Drehende. So, also Drehende beim Film, ja, und ich lese das jetzt hier nicht im Detail vor, es ist ja jetzt auch egal. Und Drehende für ZDF, Fernsehfilm Der Bär in Rumänien und so weiter und so weiter. Der Verein Deutsche Sprache geht steil, weil er mal wieder irgendwie Genderfrevel mutmaßt, wirft dann den ZDF pauschal auch noch vor, dass das ja alles nicht sein könne und absurd sei und hat halt einfach den Text nicht gelesen. So.
Ja. Also schlimm. Und weil sich sowieso gerade beim Ben dreht und das Ganze, ich lese jetzt die Details nicht vor, das gipfelte echt, also völlig durchgedrehte Leute, ja, gipfelte dann irgendwie noch bei einer Beschwerde einen Brief an die Rundfunkräte, also schön die richtig große Nummer geschoben. Aber wir gehen gleich wieder ins All. Im All vergnügen wir uns regelmäßig, da kann man jetzt auch wieder günstig mitfahren. Und ich lese mal vor, nach Dreh auf der ISS, russisches Filmteam ist zurück auf der Erde. So, wir kommen also auch mal wieder runter und ja, im also quasi in der, nach auf der ISS. Drehende, das ist halt eine Überleitung. Genau, auch dort war Drehende und ja, also die Russen haben ja, Film produzieren lassen. Es ging irgendwie 12 Tage lang ging das Ganze unter dem Titel Vysov, was wohl Herausforderung auf Russisch heißt. Und der Film erzählt von einer Ärztin, die zur Raumstation fliegen muss, um dort einem erkrankten Kosmonaut mit einer OP das Leben zu retten. So, kann man machen. Hätte vielleicht auch die Bügeleisenkulisse vom Star Trek gereicht. Achso, das war einfach nur, ja, die sind für einen fiktiven Film, haben die das auf dem Original-Schauplatz gedreht. Weil man es eben kann. Und um auch noch mal ein bisschen Werbung für den Job Kosmonaut, nennen sie es ja, glaube ich, zu machen. Ärzte, Kosmonaut und Arzt. Genau. Ach, die müssen dafür Werbung machen für den Job? Also ja. Ich dachte, das sei ein sehr gefragter Job. Jeder reißt sich drum und irgendwie nur 5 werden es. Ja gut. Also mir bieten die das seit Jahren an, ich will ihn halt nicht. Ja, die Leute, die gerade oben waren, haben auch noch schön mitgespielt. Und bald, also insgesamt 35 Minuten des Films haben sie da oben gedreht. Kann man sich vielleicht mal anschauen, wenn man abends Zeit hat. Und ja, alles super. Wie heißt der Film? Begründet mit der Herausforderung, Vysov. W-Y-S-O-W oder was auch wieder, immer. Ähnlich die wie haben der ja Vysov. Genau, nur die haben ja ohnehin andere Buchstaben. Ich habe jetzt aber mir nicht die Mühe gemacht, das nochmal in Google einzutippen, was denn da los ist. Und die Story geht darum, dass eine Ärztin hochfliegt, um da einen Kosmonauten zu operieren. Ja gut, das passt ja auch irgendwie so ein bisschen ins Bild. Ja, ja, wahrscheinlich ist das auch blöd, wenn du das, weißt du, wie viele Minuten Verzögerung bei den Funksprüchen? Ja. Also ich finde an der Geschichte interessant, dass die Russen für sowas Zeit haben, wo sie da eigentlich dauernd irgendeine Scheiße oben in ihrem Bereich in der ISS haben. Die Russen haben doch da ständig irgendwelche Löcher, wo ihnen der Sauerstoff flöten geht oder sonst irgendwas nicht funktioniert. Da bringst du mich perfekt auf den dritten Teil meiner Ausführungen. Deiner Trilogie. Richtig. Und es hat sich nämlich, anderer Artikel, aber vom selben Tag, jetzt vor einer Woche ungefähr, internationale Raumstation erneut ungeplant durch russische Triebwerke gedreht. Also der Russe dreht steil. Ja, da ist wohl was angedockt. Nee, das war, glaube ich, das ist schon das zweite Mal, dass da sowas passierte. Aber jedenfalls haben sie da irgendwie ein Triebwerk gehabt, das plötzlich nicht mehr aufhörte zu treiben. Ja, und dann fing sich das Teil an zu drehen um 57 Grad insgesamt. Und keiner wusste so recht, noch ein, noch aus, Gegenmaßnahmen einleiten. Also die haben ja da mehrere Triebwerke und können da ein bisschen so gegensteuern. Und ja, sei dann dank des russischen Bodenpersonals alles auch wieder korrigiert worden. Wobei man dazu sagen muss, es hat von selber aufgehört. Also man weiß es nicht genau. Ja, also heute mal ein paar Umdrehungen. Ja, mir schwirrt schon der Kopf. Man könnte meinen von dem Artikel. Aber genau, darauf habe ich es abgesehen. Was genau war das jetzt, Prollo? Ja. Ich wollte einfach auch meinen Monolog halten. Das war jetzt eine Trilogie irgendwie so wild zusammengeschustert. Das gemeinsame Thema war Drehen. Drehende. Ja, Drehende. Drehende. Na, wir haben doch der auch ist so klug, der Mann, und dann stellt er sich hier so dumm in dem Podcast. Ich weiß nicht, damit wirst du hier keine Fans gewinnen. Der hat ja sogar eine Brille. Ja. Also unglaublich. So klug hat er durch den Fensterglas. Drehende, also... Das als der gemeinsame, also das gemeinsame Bindeglied irgendwie, naja. Drehen. Ja, aber das ist doch genau. Ging es ums Drehen. Ja, genau, es dreht sich, genau. Und dann dreht sich und die Russen drehen gleich in doppelter Hinsicht. Ich wollte euch auch nur so ein bisschen Futter für den gepflegten Dialog geben. Ja, und da wollte ich mal was kommt da gar fragen. Nicht drauf zurück. Genau, ich wusste das gar nicht, dass offensichtlich jeder hat da in der ISS so ein eigenes Modul oder was? Ist das so? Ja, ich habe ja auch eins, aber da komme ich selten hin. Ja, aber also im Stadion VIP-Lounge kannst du kaufen. Die Russen haben da irgendwie so irgendwo so einen Arm, wo sie dann andocken und mal einen Film drehen und andere, die ESA wahrscheinlich hat seinen Teil, die NASA, sind die da auch mit beteiligt?
Ja, die sind schon da alle mit beteiligt, das schon. Allerdings, also ich hab das mal so verstanden im Artikel, als jetzt die Russen zum wiederholten Mal irgendwelche technischen Probleme hatten, da wurde das so dargestellt, als ob das quasi deren Sektor wäre. Ich müsste allerdings nochmal sozusagen einsteigen in die Thematik, um das nochmal zu verifizieren, wie das ist oder ob es da nur gemeinsam, also es gibt sicherlich auch gemeinsame Bereiche. Die hatten doch ein Loch irgendwo da. Ja, die hatten da Kicker-Area und so. Ja, wahrscheinlich wieder ein Tischtennisplatte. Schnapsglas rückwärts an die Wand geworfen, wie das der Russe eben macht. Ja, kennt man ja aus Funk und Fernsehen. Vor allem in der Schwere. Naja. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist das aber auch so ein Gekabbel. Ja, die sollen sich da irgendwie da oben auch lieb haben und ein bisschen gemeinsam arbeiten. Und auf der Erde sieht es ja teilweise völlig anders aus. Da schiebt man vielleicht auch schon mal jemandem Schuld in die Schuhe. Ja, man kann sich aber schon vorstellen, dass die da oben auch vielleicht durchaus ihre eigenen Bereiche zumindest haben. Es gibt wahrscheinlich gemeinsame und getrennte Bereiche. Gemeinschaftsdusche. Ja. Ja. So könnte es zumindest sein. Kaminzimmer. Ja. Ist im Grunde wie so eine Turnhalle, nur halt kleiner. Und wahrscheinlich ist der Boden auch oben nach Füßen. Obwohl, die haben ja eigentlich immer Raumanzüge an, oder? Nee, die hängen auch mal so halbnackig da rum, ne? Ja, du musst ja, also wenn da nicht gerade wieder irgendwer ein Loch in die Wand geschossen hat, brauchst du ja keinen Raumanzug. Normal nicht, nee. Nee, normal nicht. Aber ich habe auch keine Erfahrung mit Weltraum. Ich bin jetzt noch nicht so oft da gewesen. Sag mal, Ben, erinnerst du dich noch an die Nilpferde, die du mal hier in den Podcast eingeführt hast? Ich habe die nicht eingeführt. Doch, die Nilpferde von Pablo Escobar. Gott sei Dank, das war ein Podcast. Doch, das war deine Story. Ich glaube, das war der Prollo oder der Ballermann. Ich hatte daran erinnern wollen, dass nach meiner Erinnerung der Ben mal einen Artikel eingebracht hatte, dazu der Pablo Escobar seines Zeichens damals, als er noch lebte, der ist Anfang der 90er gestorben, Drogenbaron in Kolumbien, der hatte irgendwie ein Faible für Tiere, haben ja irgendwie viele irgendwie so tatsächliche oder selbsternannte Herrscher, dass sie sich irgendwie so ein Zoo anlegen, und den hatte der auch, und er hatte aber auch Nilpferde, zwei genau genommen. Dann ist er irgendwann gestorben und die Tiere sind fast alle verkauft worden, außer die zwei Nilpferde. Und wer hätte das gedacht? Nilpferde haben irgendwie so ein bisschen was von Karnickeln, die vermehren sich nämlich wie Jack. Und mittlerweile. Ein steil Vergleich. Aber auf Nilpferde jeden Fall. Nichts für den Reihenhausgarten. Ja, aber pass auf, es sind mittlerweile über 100 Tiere und es ist die. Das ist ja krass, ja, wie in der Pfalz, alle miteinander verwandt. Ja, es ist die größte Population, wahrscheinlich größte Herde außerhalb Afrikas. Und diese Tiere, das Problem ist, das ist eine invasive Art, ne, zur Übersetzung für euch, die schädigen das örtliche Ökosystem. Und das heißt, die bringen Probleme mit sich. Also. Was der Teufel, was das im Detail für Auswirkungen sind, jedenfalls soll es auch zu Angriffen auf Fischer gekommen sein, und spätestens, wenn nicht nur das Ökosystem, sondern der Mensch selber betroffen ist, findet der Mensch das nicht mehr so lustig. So, und jetzt ist es so, ein paar Tiere sind deswegen bereits sterilisiert worden, aber es kommt immer wieder auch die Tötung der gesamten Herde ins Gespräch, und das ruft natürlich Tierschützer auf den Plan. So, und jetzt ist es zu was ganz Kuriosem gekommen. Und da muss ich mich jetzt schwer konzentrieren, dass ich das so erkläre, dass das hier auch der total kaputte Ben heute kapiert. Nimm dir die Zeit. Ich nehme mir die Zeit. Genau. Also, das Ganze spielt, wie gesagt, in Kolumbien. Und jetzt gab es aber in den USA eine Gerichtsentscheidung zu dem Thema. Und zwar deshalb, weil die Amis haben ein Gesetz. Danach können in einem ausländischen Rechtsstreit, wenn in einem ausländischen Rechtsstreit, in dem Fall in Kolumbien, wenn da Personen sind, sogenannte interessierte Personen, dann kann in den USA vor Gericht irgendeine Zeugenaussage zum Beispiel aufgenommen werden, die dann in den Prozess im anderen Land eingeführt werden kann. Ne? Also du hast schicken die das dann rüber, oder? Ja, da wird dann, in den USA kommt dann der Zeuge, sagt irgendwas, es wird aufgeschrieben, vom Gericht sozusagen protokolliert, und dann kann das eben in diesen Prozess im Ausland genutzt werden von der da interessierten Person. So. Und jetzt ist es ganz zu was ganz Kuriosem gekommen,
denn erstmals, also interessierte Personen, ja, das vielleicht mal kurz zur Erklärung, eine interessierte Person, die irgendwo im Ausland sitzt, ist ja meistens dann ein Mensch oder es gibt, das weiß der ein oder andere vielleicht, auch juristische Personen, also zum Beispiel eine Aktiengesellschaft ist auch eine Person. Ne? Aktiengesellschaft kann auch vor Gericht verklagt werden oder selbst klagen. Die kann auch eine interessierte Person sein. Was ist jetzt mit Tieren? Kann so ein Tier, kann jetzt zugunsten von so einem Tier, also das Tier in Kolumbien, das Nilpferd, ist das Nilpferd jetzt in Kolumbien eine interessierte Person zu dessen Gunsten, und darum ging es, Tierschützer in den USA eine Aussage treffen können, die dann in den USA vom Gericht protokolliert wird. Es geht nämlich darum, dass die Tierschützer was zum Thema Sterilisation beitragen wollen. Die wollen nicht, dass die Herde erschossen wird. So, und deswegen sind die in Ohio vors Gericht gegangen und das Gericht hat jetzt erstmals, das ist vielleicht sogar weltweit erstmals der Fall, dass einem Tier, so wie der Prollo, dass einem Tier der Status einer juristischen Person zuerkannt wurde. Also, sprich, ein Nilpferd kann eine interessierte Person im Sinne dieses amerikanischen Gesetzes sein, sodass die Tierschutzorganisation in den USA vor Gericht gehen kann und zugunsten der Nilpferde, also der interessierten Personen, etwas zum Thema Sterilisation sagen kann, sodass das dann als Expertise in Kolumbien zugunsten der Nilpferde, die ja interessierte Personen sind, eingeführt werden kann. Das heißt, nicht mehr der Verein muss das Interesse haben, sondern das Nilpferd quasi selber. Das Nilpferd und das muss auch keine. Das ist ja die interessierte Person. Ja, das okay. Nilpferd ist die interessierte Person und wie das bei der Aktiengesellschaft auch so ist, die AG selber sitzt nicht vor Gericht, sondern wird dann natürlich durch eine natürliche Person, durch einen Rechtsanwalt oder einen Geschäftsführer oder wen auch immer vertreten. Also das Nilpferd muss in Kolumbien dann natürlich nicht vor Gericht persönlich auftreten, es kann vertreten werden, aber es ist schon interessant, dass so etwas möglich ist und da sagt der Tierschützer, der wird hier zitiert im Artikel in NTV, im weiteren Sinne ist dies Alter. Das erste konkrete Beispiel dafür, dass ein US-Gericht Tieren erlaubt, ein Recht im eigenen Namen auszuüben. Ja, das wollte ich mal, ich finde das extrem kurios, das wollte ich mal hier. Aber von der Logik gar nicht schlecht hier, dass dieses Hintergrundgelaber, das ist übrigens hier so ein Typ, der telefonierend über den Parkplatz kreist. Ja, ist schon zum dritten Minuten Mal vorbeigekommen. Kommt er wieder hier am Auto vorbei. Ja. Jetzt nochmal, wie ist das Schießen ausgegangen oder ist das noch ein laufendes Verfahren? Das ist noch ein laufendes Verfahren, also wie es weitergeht, ich halte euch gerne auf dem Laufenden. Diese Nilpferde sind so ungefähr alle 6 Monate mal in den Medien unterwegs. Erstmalig habe ich es hier im Bus, wie gesagt, mitbekommen. Und es wird sicherlich auch berichtet werden, wie es mit dieser Herde weitergeht, ob sie denn das Ganze überlebt und sterilisiert wird oder ob sie doch abgeschossen. Ich will ja nicht schlau schwätzen, aber anstatt die Nilpferde im Prinzip dorthin zu bringen, wo sie hingehören, wie wäre es damit? Also sprich in die afrikanische Savanne? Also du meinst so, dass man dann könnte man sich auch das Wissen zunutze machen, was du letzte Folge präsentiert hast oder vorletzte, dass man dann das Nilpferd kopfüber mit dem Hubschrauber nach Afrika fliegt. Sehr gut. Über den kompletten Atlantik. Über den kompletten Atlantik. Ah gut, vielleicht auch Nil fährt, das ist ja das Wort fahren drin. Also vielleicht kann man das auch mit dem Schiff hinfahren, da gibt es ja sicherlich Möglichkeiten. Das ist ja nicht das erste. Mit der Nilfähre. Mit der Nilpferdfähre. Schönes Wort. Und wie auch immer, aber das ist so ein bisschen, also sterilisieren ist das eine, das ist ja im Prinzip, wie soll ich sagen, Austrocknung auf Zeit und das andere ist, ich weiß nicht, wie alt so ein Durchschnitt dieses Nilpferd wird, also wird das eher 30 Jahre oder eher 60 Jahre, keine Ahnung, aber egal, auf jeden Fall, das vielleicht könnte man sie so einfach... Mensch, wenn die sich nicht betätigen, werden die uralt. Weißt du? Ja, wie alt die Nilpferde... Ich wusste nicht, dass da Hans zusammenpackt ist. Ah ja?
Ja, Eier, natürlich. Nee, aber, keine Ahnung, wie alt die werden, Bi. Ja, nee, aber ohne Flachs jetzt. Also ich meine, vielleicht wäre das ja eine, will wahrscheinlich am Ende keiner bezahlen, aber und wahrscheinlich ist dann Erschießen oder Sterilisieren möglicherweise billiger. Aber, möglicherweise. Ja, aber da das kann man da nicht, ja auch ein Interesse an der Sache hat, als interessierte Person, ja, also, kann man das ja nicht einklagen. Einfach will, wie man möchte, rumballern. Ja, genau. Kann man da nicht vielleicht noch irgendwie geparktes Drogengeld nehmen von dem Escobar? Gibt es da noch was? Da gab es doch noch was. Ich hatte doch hier auch mal im Podcast, da hast du wahrscheinlich nicht zugehört, die Geschichte gebracht, dass sein Sohn eingemauert sein Neffe eingemauert in einer Wand einer ehemaligen Wohnung oder eines Hauses. Da hat er die Wand dann abgerissen und hat da dann irgendwie ein paar Millionen Dollar noch gefunden. Ja, aber das wäre doch auch was. Also genau. Ich würde ganz kurz die Pause nutzen. Habt ihr eure Getränke schon leer? Ich habe jetzt keinen Uwe, sondern ich habe jetzt Bier vom Moser Liesel. Was ich sehr schön finde zu wissen oder zu lernen, ist, dass der Herr Sommer diesen Podcast hört, an dem er selber teilnimmt und dann aufgrund einzelner Artikel zur interessierten Person wird. Offensichtlich haben sich ja die Nilpferde angetan. Ja, es ist schon so, wenn ich höre halt Qualität, ne? Also ich nicht jeden Scheiß, so wie ihr das gern macht, irgendwie den ganzen Nachmittag irgendwie Goofy oder Inspector Gadget. Ich höre Podcast und da dann Qualität und unter anderem da voll in die Presse und ich höre zu. Ja. Ja, sehr gut. Da können sich einige ein Beispiel dran nehmen. Genau. So, ich gucke gerade, also wir sind ja auch ein Medienpodcast, ne? Ich gucke nämlich gerade so eine, ich glaube, die richtet sich an so eher so älteres Hausfrauenpublikum. Die gucken wir aber gemeinsam Only Murders in the Building, wo es auch um Leute geht, die irgendwie einen Mord aufklären und das als Podcast. Und das ist auf so einer ganz Meta-Meta-Ebene. Guckt man denen quasi beim Podcast machen über die Mordaufklärung zu, wie sie dann den Mord aufklären. Und dann kommen da noch Fans, die den Podcast hören. Und das ist alles so ein bisschen, ich bereite das mal schriftlich auf. Ja, weil da gibt es noch ein anderes, das habe ich geguckt, so eine Serie, wo auch sie ehemalige Journalistin ist und dann bei irgendeinem Fall, den sie aufgedeckt hat, wird sie dann abgesägt von ihrem, von ihrem Blatt und macht dann einen Podcast. Und in diesem Podcast, das ist dann so ein True-Crime-Podcast, widmet sie sich halt nochmal dann auch diesem Fall und entdeckt dann, dass der sich tatsächlich ganz anders dargestellt hat, als sie das damals groß in der Presse. Und man kann das halt quasi so live in ihrem Podcast mitverfolgen. Also das Thema Podcast hält Einzug in die Medien und Serienlandschaft. Ja, also wenn wir noch länger uns hier auf dem Parkplatz treffen, können wir demnächst bestimmt auch irgendwann mal True Crime machen. Also die Dinge, die hier abgehen, irgendwann passiert was. Ich glaube auch. Polizeieinsatz hatten wir auch schon. Mülleimer angezündet. So. Aber so, in diesem Sinne, ich trinke mal auf hier mit Moser Liesel. Ja, ist das auch Moser Liesel? Habt ihr schon gewürdigt? Arco-Bräu? Oder? Arco-Bräu Moos. Was ist denn das Feines? Also, das sieht ja gar nicht nach Supermarkt aus. Sehr lecker. Das ist ja was Richtiges. Ja. Was der Herr Beef da ausgegraben hat, das ist sehr lecker. Also, bei Moser fällt mir ja immer, also gut, das heißt jetzt Moos, ne? Nicht Moser. Aber mir fällt immer das Gridli ein. Sagt euch das was? Das Gridli, Moser. Nee. Pumuckl oder was? Hans Moser kenne ich nur. Nee, das ist doch hier, das ist hohe deutsche Literatur. Das ist doch das, wie heißt das Buch noch? Das Mädchen, das da verschwindet ohne Happy End. Ach, von Dürrenmatt meinst ja, du? Richtig. Rotkäppchen. Was? Rotkäppchen. Rolle, du bist manchmal echt zu doof. Mit dem Igelchen, ne? Hier. Wie heißt es noch? Na, fällt mir nur wieder ein. Geschah am helllichten Tag. Genau, ja. Das ist traumhaft, ja. Da gab es ja erst den Film, witzigerweise, und danach das Buch. Mhm. Der Film ist so? Mit Heinz Rühmann, glaube ich. Film ist mit Heinz Rühmann und Gerd Fröbe als Mörder Killer. Oder Bösewicht quasi und Heinz Rühmann als der, Spoiler-Alarm, scheiternde Kommissar, der den Fall nicht aufklärt. Und du bist dir sicher, dass der Film vor dem Buch war? Ziemlich, ja. Das ist, glaube ich, erst so eine Art Drehbuch gewesen und danach hat dann, es war auch von Dürrenmatt, aber danach hat der Dürrenmatt dann quasi das Buch auch noch, also den Roman geschrieben. Ich bin relativ sicher. Okay. Auch eine Herangehensweise. Hat man heute gar nicht mehr so. Ja, das sind halt so. Aber Künstler. Hier. So, Prost. Prost, Hatta.
Ja, ich habe auch natürlich versucht, hier noch irgendwas Sinnstiftendes beizutragen. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. War das Prostata eben schon das Sinnstiftende Beitrag? Ja, das könnte der ist ja ganz vorne dabei. Aber wäre der Herr Sammer mir nicht gerade in die Parade gefahren mit seinen komischen Nilpferden, dann hätte ich eine wunderbare Überleitung vom Beef eigentlich gehabt, weil der war ja eben noch, oder waren wir alle zusammen auf der ISS. Und von oben, von der ISS, sieht man ja auch immer sehr schön auf die Welt herunter. Und wenn man gerade keine ISS-Fahrkarte zur Hand hat, kann man das Ganze auch mit Google Earth machen oder Google Maps. Und dann sieht man manchmal so sehr skurrile Bilder. Ich habe jetzt mal zwei solche Artikel, sind beide aus Netzwelt. Offensichtlich lesen die Reddit, hier dein Blog da, den du gut findest. Und da war zum einen mal dieses Bild. Ja, was das ist, da gab es bei Reddit irgendwie eine große Diskussion. Man sieht hier, könnte ich es ja mal beschreiben, für den Sommer. Bandnudeln. Ja, also das ist halt sieht auf der aus Erde, wie, ne? Kornkreise, wenn es Nudeln oder wären. Oder ein Aschenbecher mit ausgedrückten Kippen. Oder irgendeiner völlig besoffen durch die Gegend gefahren, ja, mit einer Fräse und hat irgendwie, mhm, den Wald gefräst oder so. Ne? Irgendwie sowas. Das ist völlig unzusammenhängend. Ihr müsst euch dann einfach mal den Artikel und das Foto angucken. Und dann gab es, ich weiß nicht, ob der Herr Sammer das hier durch die Scheibe sieht. Wieder YouTube. Guck mal. Nee, also ich kann ehrlich gesagt, das ist auch geil hier durch die getönten Scheiben, wenn wir irgend sowas zeigen. Das ist ja, merkst großartig. Du was? Also pass auf. Aber wir lösen das mal auf. Das hat nämlich einer bei Reddit dann auch hochgeladen in Wales und hat gesagt, what the fuck is that? So im typischen so walisischen. Die Engländer halt sprechen, ja. Genau. Also die Waliser, ja. Das, oh, nee, England ist ja nicht Wales, das ist ja. In England ist England halt, das ist ja England. Und was gab es noch? Schottland. Schottland. Und dann? Dann wird es schon eng. Nordirland. Ja. Gut. Okay, also der User Peachy Boy Nip hat in Wales merkwürdige Streifen mitten auf einem Feld gefunden. Die Streifen sehen alle unterschiedlich und sehr willkürlich aus. Nein, dann sind hier auch noch die Koordinaten genannt, kann man sich dann selber bei Google Maps angucken. Aber was steckt dahinter? Was könnt ihr euch vorstellen? Also es ist offensichtlich ein Feld oder ein Waldgebiet, wo diese ich zeig's nochmal, diese bunten oder unzusammenhängenden Streifen reingefräst wurden. Ne? Das ist hier wahrscheinlich dann heller. Das Grüne ist vermutlich waldig, Baumbestand und so. Mysteriös. Wie kommt man das hier aus? Wirklich, als ob da ein UFO... Vielleicht war da auch die Linse... Die Linse verkratzt. Naja, also ich glaube, man kommt nicht sofort drauf. Nee. Also um es erstmal aufzulösen. Bier ist gut. Das ist von Menschenhand gemacht. Ja. Und das ist auch bewusst von Menschenhand so gemacht. Denn auf diesen Bildern ist der, jetzt spreche ich es auch nochmal auf Walisisch aus, der Aberhirnant Forest in Wales zu sehen. Und dort hat man diese Streifen reingemacht, um eine Landschaftsschutzmaßnahme zu realisieren. Denn es gibt eine zunehmende Zahl an Lerchen. Die wachsen wohl sehr schnell und verbreiten sich ähnlich wie die Nilpferde sehr stark. Und das führt natürlich dann zu Monokulturen. Und wir wollen ja alle Artenvielfalt haben. Und um sozusagen dieser Artenvielfalt Raum zu geben im wörtlichen Sinne, hat man da relativ, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar so geplant ist, aber auch sichtlich, visuell wirkt es sehr unzusammenhängend, einfach so willkürliche Streifen reingeschnitten, wo sich dann eben andere Pflanzenarten ausbreiten können und die Lärche, die sie da wohl überwiegend weggesäbelt haben, dann halt da irgendwo in einem Mischwaldbestand, der dann daraus entstehen soll, irgendwo ihren Beitrag leistet, aber nicht mehr sozusagen die prädominante Baumart da ist. Ja, aber das wäre ja super. Ich meine, dann könnte man, ich weiß nicht, die Pferde sind doch auch Vegetarier. Dann könnten die doch einfach, könnte man die Nilpferde alle nach Wales schaffen. Die könnten da alles vollkacken. Da sind ja dann auch Baumsamen und sowas drin und dann werden sich ganz andere Baum aus. Dann hast du von der ISS, kannst du von oben unten auf Nilpferde runtergucken, weil, also auf Nilpferde von unten siehst du von oben, weil die fliegen ja kopfüber unter dir vorbei. Genau. Und dann fräsen die sich durch die Lärchen. Und dann machen die ein Häufchen. Dann müssen sie aber schnell fliegen, weil sonst fällt es ins Meer. Ja. Ja. Weil die kamen ja aus Kolumbien, die Nilpferde, ne? Das war ja dann irgendwie auch
Wenn wir irgendwann mal von Bier auf Drogen umsteigen, finde ich, können wir diese ganzen offenen Enden nochmal aufgreifen. Ja, diese ganzen losen Enden. Abschließend von mir übrigens der Hinweis, es gibt eine App, ISS Live, ne? Kann man sich kostenlos runterladen. Da kann man tatsächlich gucken, wo die gerade ist, wie gerade der Blick ist. Wird auch angezeigt, wo in der Welt die gerade schwebt. Ist ganz cool, also mein Sohn steht drauf. Ich hab, die russische Version heißt ISS Visov. Apropos lose Enden, bevor es jemand anderes macht, der die Artikel, die ich selber hier reinbringe, aufmerksamer liest, als ich muss mich ein Stück weit selber korrigieren. Das Problem mit diesen Lärchen ist nicht, dass sie so nilpferdmäßige Populationsschübe haben, sondern dass sie mit einem Eipilz befallen, von einem Eipilz befallen. Hoffen wir, dass es den Nilpferden ja besser geht. Genau. Nicht näher aber mit den losen Enden müssen wir auch trotzdem vorsichtig sein, damit einem nicht jemand dann irgendwie noch Pfefferspray ins Gesicht sprüht. Richtig. Also nichts rausgehen lassen. Du willst eigentlich nur den Eipilz behandeln. Was denn hier? Aber auf jeden Fall haben die deswegen da auch diese Abstandsflächen reingefräst, damit die fällen halt die kaputten Bäume, aber fügen quasi so Schutzzonen ein, dass dieser Eipilz nicht sich von Baum zu Baum übertragen kann. Herzlich. Wieso eigentlich ein Eipilz und kein Baumpilz? Ich keine Ahnung, vielleicht hatte. Was, haben die Lärchen Eier? Ja, gut. Ach, vielleicht die Jungs. Jetzt habe ich gedacht, wenigstens das lose Ende hätten wir jetzt zugemacht. Jetzt haben wir wieder eins aufgemacht. Ja. Haben Lärchen Eier. Ja, das ist wohl was. Ich kann es dir nicht sagen. Ja. Vielleicht sind das so eierförmige Pilze, die denen so auf denen wachsen. Warst du durch, weil du hattest doch zwei Bilder? Ja, ach so. Ja, das, ich kann euch das andere. Da sind dann halt in diesem Artikel sind dann halt mehrere weitere Sachen verlinkt. Das habe ich jetzt hier nicht runtergeladen, alles, aber es gibt irgendeine Botschaft in einem amerikanischen Feld, Schneespuren auf einer nahezu verlassenen Insel und so weiter, eine Luftaufnahme von der Leiche. Und was ich noch runtergeladen hatte für euch, aber ich glaube, da kommt ihr jetzt relativ schnell drauf, was das ist. Das sieht aus wie ein riesiger Abfluss, wie so ein Ausfluss, Abfluss. Das heißt keine Insel, oder? Es ist eine Insel, doch. Du hast schwarz, das ist ein Atoll. Drauf, also. Aber schwarz. Ja, aber schreib mal ein bisschen genauer. Ich sehe das nicht hier. Das ist der Schwarz-Eipilz. Ich halte das nochmal durch die Scheibe. Ja, also. für die Zuhörer auch, ne? Ja. Also man sieht, magst du das beschreiben? Du kannst das. Na, es ist letztendlich eine Insel von oben. Wobei es tatsächlich aussieht, also man sieht außen, so, wo die Wellen sich brechen, schöner Sandstrand und in der Mitte ist aber ein schwarzes Loch. Das wahrscheinlich zumindest sieht es so aus. Irgendein dunkle Pflanze. Das ist der Schwarzeipilz. Ja. Oder verkohlte Lärchen. Das ist einfach ungünstig eingefallenes Licht wahrscheinlich. Ja, das ist eine Momentaufnahme von Google. Und es sieht wirklich so aus, ob da gerade Wasser in dieses Loch reinfließt, weil die Brandung an allen Seiten dieser Insel sich gerade bricht. Und dann so eine weiße Schaumkrone ringsrum ist. Das könnte auch so eine Kante sein, wo es reinfällt. Und in der Mitte das Dunkle, das ist wahrscheinlich irgendein Schatten oder was. Und die Auflösung, auch wieder bei Reddit, ist eine vulkanische Insel mit Korallenriff und Bewaldung, das Vostok-Atoll. Ja. Können wir mal gucken. Also da fließt nichts rein. Und hier wird dann auch noch weiter verlinkt auf versunkene Stadt im Südchinesischen Meer oder tanzende Außerirdische in der Mojave-Wüste. Also wer auf sowas steht, netzwelt.de hat da einige Sachen. Ich bin dir sehr dankbar. Ich kannte bisher immer nur so diese Google Street View Sachen, wo irgendwer gerade an irgendwas dran pinkelt, wo das Auto vorbeifährt. Ja. Gibt's ja auch einiges. Mhm. So. Habe ich auch letztens gesehen, wenn man das dann so dreht, das wird dann ja gerne auch, du kannst das ja so 3D-mäßig so tatsächlich mit Street View von allen Perspektiven, dann siehst du so ein paar von vorne und dann hat der Typ das dann so aufgenommen mit Screenshot und man sieht dann in dem Video, wie sich das Ding halt von 360 Grad dreht und als das Paar von hinten zu sehen ist, fasst er ihr gerade so richtig schön an den Hintern. Das ist auch ganz süß. Ja. 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 Das ist Liebe. Dann anschließend sind sie wieder hoch in die Bildredaktion. Ja, der Trollo ist aktuell. Ich habe nichts gesagt. Ich habe vor allem auch Rechtsschutz, wollte ich nochmal sagen, falls einer sich hier... Wir nennen auch keine Namen, Reichelt. Was? Hast du Eichel gesagt? Ich habe dich gerade schlecht verstanden. Ich glaube Reichelt, aber oder Döpfner. Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Das
Alles. Ich habe nichts gesagt. Völlig seriöse Typen. Also hochseriös, genau. Wer von euch hat denn schon mal geschmuggelt? Also jetzt keine Nilpferde in der Tasche, aber was sonst für ein irgendwas. Ding? Schmuggeln. Schmuggeln. Puh. Geschmuggelt. Geschmuggelt. Also irgendwas hochillegales in der Hosentasche. Ich hab mal was geschmuggelt, aber was eher aus Versehen, und zwar auf von den Malediven Sand. Ja, in dem Sandeimer. Meine Kinder hatten da so Sandeimer dabei, wir hatten Sandspielzeug mitgenommen, weil auf so einer relativ einsamen Insel gibt es wahrscheinlich nicht unbedingt einen Shop, der sowas verkauft. Und dann haben wir einfach so eine Schippe und so ein bisschen das Sandkasten. Ne? Und da war dann, als ich zurückkam, war noch ein halb voller Eimer Sand. Sehr schöner weißer Malediven-Sand drin, ist aber verboten, den auszuführen. Schöner weißer. Ja, sowas habe ich auch gemacht aus USA mal. Pinke Sanddünen heißt das Ding. Das ist so ein Ton irgendwie schwer zu definieren zwischen Orange und Pink irgendwo im Übergang. Sah geil aus, habe ich auch ein Marmeladenglas voll gemacht und im Koffer mit, und es ist ausdrücklich verboten. Die Telekom-Mitarbeiter würden zu dem Farbton Magenta sagen wahrscheinlich. Nee, ja, okay, das ist ja alles noch im Rahmen. Das ist auch schlauer, weil was tatsächlich in letzter Zeit auch sehr stark oder sehr viel geschmuggelt wird und was auch ein Problem ist, sind Kakteen. Mhm. Das war mir auch so nicht bewusst. Weil es so seit ein paar Jahren wieder auch, also so seit rund 10, 15 Jahren, Designmagazine wieder in den Fotostrecken vermehrt irgendwelche Kakteen in Regalen und Co. drapieren. Und dann ist also der Hipster von heute, muss dann auch Kakteen haben. Wahrscheinlich nicht irgendwelche, oder? Nicht irgendwelche, sondern der Bedarf ist groß. Und Kakteen haben ja nur mehrere Eigenschaften. Einer davon ist, sie wachsen wirklich langsam. Also nicht so hipstermäßig Zeit-Timing angepasst, dass es alles schnell gehen muss. Und das heißt, irgendwie Züchter müssen eher langfristig planen. Und dann wird halt geschmuggelt. Dann gibt es viele Kakteen, die dann tatsächlich aus Chile zum Beispiel eingeschmuggelt werden, aber auch Mexiko, die üblichen. Und tatsächlich ist das ein Problem. Mir ist jetzt aufgefallen, weil in Italien in einer Art improvisierten Gewächshaus etwa 1000 Kakteen, kleine, große, dicke, dünne, gefunden wurden. Manche von denen um die 100 Jahre alt, die insgesamt auch mehr als 1 Million Euro wert sind. Also das ist tatsächlich auch, das lohnt sich. Also Kakteenschmuggel ist gar keine große Sache. Und das Coole ist, der Besitzer dieses improvisierten Gewächshauses, der dann auch der Schmuggler war, der hat die jetzt aus nachvollziehbaren Gründen nicht in der Tasche oder so dann oder in der Hosentasche transportiert, weil das ist mit Kakteen immer blöd, gerade wenn man dann irgendwas rausholen will, sondern er hat sie einfach per Post geschickt. Die überstehen das ja durch diese Langsamkeit quasi und hat sich dann das selbst per Post aus Chile geschickt, und das hat auch irgendwie zwischendurch gar keinen gestört. Und naja, und jetzt sind die Kakteen auf jeden Fall erstmal in Quarantäne und werden dann wohl, und das ist eben auch die Überleitung zu den Nilpferden von vorhin, also die sollen wohl zum überwiegenden Teil wieder zurück nach Chile gebracht werden, um da dann entsprechend wieder eingebuddelt zu werden in der chilenischen Wüste. Und sind die irgendwie sowas wie gefährdet in der chilenischen Wüste? Tatsächlich, oder? Ja. Also genau, also eben weil sie sehr langsam wachsen und weil sie eben jetzt durch den massiven Diebstahl dann wirklich da auch schnell bedroht sind. Also du kannst halt eben auch Kakteen nicht schnell züchten. Wer schon mal in seiner Studentenbude oder wann auch immer irgendeinen Kaktus hat stehen, das, der Witz dieser Dinger ist ja, dass die, da muss sie nichts mit machen. Also auch ohne grünen Daumen bleiben die irgendwie da. Ja, und gut, aber das mag auch der Grund dafür sein, wieso deine Kakteen nicht wachsen. Also ich habe meinem Sohn im Baumarkt so einen Daumengroßen gekauft, der ist mittlerweile irgendwie 40, 50 Zentimeter groß nach einem Dreiviertel oder ganzem Jahr vielleicht, keine Ahnung, so in den Dreh. Dann ist es vielleicht eine schnell wachsende Kakteenart, genau. Also frag deinen Sohn, was er drauf gibt. Aber nichtsdestotrotz, die meisten wachsen eher langsam und sie sind dann tatsächlich schnell auch bedroht. Das ist tatsächlich eine Schwierigkeit. Siehst du? Also, Lisan, der war auch ungefähr ein Dutzend Mal dieser Italiener in dem Fall, der das geschmuggelt hat und das aufgedeckt wurde, war ungefähr ein Dutzend Mal in Chile und hat da Kakteen ausgebuddelt. Kakteenschmuggel, ja. Kakteen, also Dinge, die man nicht so am Schirm hat eigentlich. Ja, ich finde das alarmierend. Immer wieder irgendwie schön. Dass es vorbei ist.
Ja. Vor allem das Geile ist, man könnte meinen, ich will zurück ins Bett. So pünktlich kam dein Alarm noch nie. Nee. Aber der Prollo, der muss ja auch noch irgendwie weiter. Ja. Und ich muss mal hier ein bisschen für Disziplin sorgen. Ja, und wir wollen ja auch, dass der Montagsblues bei dir so schwach wie möglich ausfällt. Und das jetzt trotz deines Zustands heute, also da wirst du den Tag morgen nutzen müssen. Lieber sag mal, nur damit du merkst, dass ich nicht nur mecker, sondern auch zuhöre, was ich eben nicht fragen konnte, nur ganz kurz, korrespondiert bei euch mit dem Montagsblues auch dann so ein Freitagsfiesta? Weil ich finde zum Beispiel den Freitag super. Ich mag den Montag auch nicht und ich finde den Freitag, der fühlt sich einfach anders an. Da geht das Arbeiten leichter von der Hand. Ich bilde mir auch ein, dass da immer weniger los ist. So, manche Leute verabschieden sich dann schon. Der Freitag ist großartig. Das ist der beste Tag. Ja. Das würde ich sofort mit dir teilen, also diese Meinung. Okay. Nee, manche Leute gehen ja Protokoll sogar so weit, den Donnerstag schon als Vize-Freitag zu bezeichnen. Das ist schön. Ja, der Freitag ist schon cool. Also man freut sich irgendwie aufs Wochenende. Man hat vielleicht sogar am Freitag selbst noch irgendwas Geiles geplant. Der Freitagabend vor allem ist eigentlich ja auch noch besser als der Samstagabend. Weil wenn du den Samstagabend nämlich hinter dir hast, bleibt dir nur noch der knappe Sonntag, um dich zu erholen. Und Oder wenn du noch irgendwas machen willst. In meinem oder vielmehr in eurem hohen Alter ist natürlich so 2 Tage zum Erholen immer ganz ratsam. Und der Freitag lässt da eben noch das ganze Wochenende als Raum für. Das stimmt. So, okay. Mit diesem niederdrückenden Ausblick auf die Woche. Dr. Sommer, gibt es noch ein Quickie? Ja, auf jeden Fall. Dr. Leaf Veggie Rogers. Ich habe was Schönes mitgebracht. Was ist eigentlich dein Vorname? Beef? Oder dein zweiter Vorname ist Patty, ne? Beef Patty. Patty, ja. Ja, ich hab was. Warum habe ich den nicht selber gemacht? So gut war er. Ich habe was Schönes mitgebracht aus China. Und zwar zum Thema Videospiele. Ich fand es etwas kurios, mal sehen, wie ihr das Ganze so findet. In China wird vieles mehr reguliert als bei uns, das ist bekannt. Insoweit nichts Besonderes, wenn ich euch erzähle, dass die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua, habe ich jetzt bestimmt komplett falsch ausgesprochen, gemeldet hat, dass aus Angst einer verweichlichten Gesellschaft Chinas Staatsführung jetzt eben rigoros gegen Hersteller von Videospielen vorgeht und sie zur Entfernung unmännlicher Inhalte verpflichtet. Obszöne und gewalttätige Inhalte sowie solche, die ungesunde Tendenzen wie Geldanbetung und Verweiblichung fördern, sollen entfernt werden. Das sagt diese Nachrichtenagentur. Und das steht auch unter Strafe. Unternehmen, die dagegen verstoßen, gegen diese Vorgaben, die sollen auch bestraft werden. So. Und das ist eine Anordnung, wie auch immer rechtlich das einzuordnen ist. Und das geht wohl zurück auf die konservative ältere Generation der Kommunistischen Partei, die sich an der androgynen Ästhetik der modernen Jugend- und Popkultur stört. Aus dem Grund geht Peking wohl schon länger, so heißt es hier, gegen solche Schönheitsideale vor und setzt sich für die Propagierung althergebrachter Geschlechterrollen ein. Und das betrifft dann jetzt die Videospiele, wie ich eben gesagt habe, aber nicht nur. Auch die chinesischen Fernsehsender sind angewiesen worden, sich gegen abnormale Ästhetik wie verweichlichte Männer zu wehren und mehr typisch männliche Darstellungen ins Programm zu nehmen. Wie findet ihr das? Ja, ich hau noch mal in dieselbe Kerbe. Ich habe da nämlich schon zum Artikel gegriffen. Wusstest du, dass Online-Spiele in China unter 18-Jährige nur Freitag, Samstag und Sonntag von 20 bis 21 Uhr spielen dürfen? Ja, jetzt hast du das Ganze also, gespoilert. Also, der Videospieler ist auf jeden Fall
gefickt, wie der Franzose sagt. Und zumindest in China. Weiß ich nicht, das ist doch ein ziemlich seltsamer Kontrollzwang. Ja, das ist schön, dass du mir die schönste Pointe weggenommen hast, aber das tut mir leid. Aber dafür haben wir den gefickten Franzosen jetzt noch mit in die Sendung reingekriegt. Dadurch bin ich dir dankbar für. Was ist der denn? Ich habe mir schon Sorgen gemacht, ich hätte diesmal kein Explicit-Häkchen setzen können, ja, ohne den fickenden Franzosen. Aber ich möchte das noch ein bisschen ergänzen vom Prollo. Es stimmt, was er sagt. Aber also der Zugang. Wieso muss man das denn noch ergänzen? Ja, pass auf, ja. Natürlich stimmt Zugang, das. Weil er es kann. Ja. Weil ich es kann, genau. Der Zugang zu Online-Spielen für Minderjährige ist drastisch beschränkt worden. Und die dürfen insgesamt nur noch 3 Stunden pro Woche spielen. Und zwar freitags, samstags und sonntags jeweils von 8 bis 9. Ja, und dann ja. Aber auch nicht mit androgynen Männern, sondern nur normal. Ja, genau. Also jetzt stell dir das mal vor, also man weiß ja, ne, wer Kinder hat, der kennt das, man überlegt sich Regeln zu Hause, wie kriege ich irgendwie das Videospielen und überhaupt das am Handy oder Tablet hängen eingeschränkt. Man macht sich Gedanken, es gibt mittlerweile schon so vorgefertigte Verträge im Internet, die kann man sich runterladen und überall ein Häkchen machen, wo man es für sinnvoll hält. Also man macht sich da seine Gedanken und in China geht es ganz einfach. Ja, das ist wie bei, als wenn bei uns die Merkel sagen würde, wir verkünden hier ein Gesetz, ja, wir beschließen ein Gesetz, Videospiele ab sofort nur noch am Wochenende zwischen 8 und 9 für Minderjährige. Ja, ist doch der Hammer, oder? Ja, das ist halt, ich meine, jetzt mal jemanden zu zitieren in einer abgewandelten Form, also auch China ist jetzt keine lupenreine Demokratie und ich glaube, das ist einfach wirklich wie ein Kontrollzwang, der Staat will alles kontrollieren, das ist so. Also ich meine, die werden noch mehr versuchen zu überwachen in allen Formen und eben auf jegliche Lebensinhalte Einfluss nehmen, das ist so. Und ja, das weil es was bringt oder vielleicht auch nur, weil man es kann. Das ist, glaube ich, schon eher, also ich glaube, ich unterstelle der chinesischen Staatsführung nichts Gutes, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, das stimmt. Ich habe witzigerweise unter dem Artikel, den ich jetzt hier hatte, zu den Spielen auch mal den einen oder anderen Kommentar gelesen. Und da wurde dann teilweise noch Beifall geklatscht, dass die ganzen verwahrlosten Jugendlichen dann wenigstens nicht wie hier den ganzen Tag vorm Computer gammeln, ja. Also ich glaube, selbst für solche Maßnahmen findest du immer noch so Beiklatscher. Ein paar andere alte weiße Männer in Anführungsstrichen, aber das ist, ich glaube, das ist tatsächlich, wie gesagt, chinesische Staatsführung ist nicht gut. Ja. Ja, man fragt sich natürlich auch so ein bisschen, was genau versprechen Sie sich davon? Was ist so der genauere Hintergrund? Da sagt jedenfalls hier in dem Artikel der Professor Geng Song von der Universität Hongkong. Game Zone? Game Zone, genau. Ja. Nein, Geng Song, der sagt, dass feminine Männer körperlich, also aus Sicht der chinesischen Staatsführung, körperlich schwach und emotional instabil seien und daraus Folge für die Parteiführung, dass weibliche Männer ihr Land nicht verteidigen können. Hm. Ja, gut. Ja. Ja, gut. Ja. Was willst du sagen darauf? Willst du machen? Du darfst ja in sogar tatsächlich größere Musikinstrumente immer nur von maximal 2 Personen transportieren lassen. Sobald du da zu dritt bist, kommt sofort die Polizei. Ja. Ja. 3 Chinesen mit dem Kontrabass wollte er. Ja. Der Mief hat mich angeguckt, als hätte ich sie nicht alle. Ja. Was ja sein kann. Was ja stimmt. Aber ist doch so. So ist das. Hier, wo es immer trotzdem lacht. Wunderbar. Also ich stelle beruhigt fest, dass ich trotz ziemlicher Schlagseite der Konversation in wesentlichen Teilen folgen konnte, wenn auch ich mich nicht immer so daran beteiligt habe, aber sehr schön. Ich leg mich wieder hin. Ja, und ich muss pünktlich nach Hause, ich muss ja meine Stunde zum Zocken noch. Pünktlich anfangen. Hast du 8 bis 9 darfst du? Ich habe 9 hast du. Nee, ich darf ja kommen und gehen, wann ich möchte, solange es pünktlich ist. Und im vorgegebenen Zeitrahmen ist, ne? Genau. Ja, traumhaft. Ja, dann viel Spaß bei allem, was ihr heute noch macht. Und wie immer war es eine große Freude. Ich mache gleich noch ein Foto für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, unseren Getränken. Genau, verweichlicht oder nicht? Verweichlicht. Und ja,
bin dann raus für heute. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.